Hallo, herzlich willkommen zur 11. Folge von Humankind zusammen mit Apfel. Hallo. Joa. Wir sind hier noch so ein bisschen am Chillen. Ach ja. Bei dir drüben passiert ja ein bisschen Kriegsstuff und so, aber bei mir, ich chill hier noch so ein bisschen. Okay, was geht hier ab? Hier werden Truppen gebaut. Sollten Truppen gebaut werden? What the fuck? So, genau. Hier kommen 5 neue Truppen. 10 wurden ausgelöscht. Hier kommen 5 neue Truppen. Und hier wird Essen gebaut. Warum wird hier Essen gebaut? Wir haben da Wo genug Essen. Wo kommen die ganzen Wikinger bei mir her? What the fuck? Das war unser Gebiet damals. Zack. 5. 10. 15, 20. Gut, dann habe ich wieder alle Truppen beisammen. Wenn du dir mal die Religionskarte anschaust. Ja. Nur mal so. Sieh, es ist doch rot um einiges gefährlicher als ich. Nur mal so. Bald ist keiner von euch mehr gefährlich. Du wirst uns nicht töten können. Das kannst du vergessen. Wir müssen uns zusammenschließen und rot auslöschen. Sachen hier. Wo habe ich denn am wenigsten gerade zu tun? Wow. Oh, wow. Wow. Hey, süß. Rosenheim. Du bekommst. Warum kann ich dich nicht bauen? Ich hab nichts mehr zu tun im Winter. Ach jo, ich kann ja noch. Ich bin ja göttlich. Warum. Was ist die Voraussetzung für mein zweites Wahrzeichen? Du musst das erste gebaut haben und dann brauchst du keine Ahnung, wie viele. Wie viel Einfluss? 250.000? 2500 oder so? Oh nein, ich hab schon wieder neue Truppen hervor. Oh nein. No. Oh! So. Nee, ihr seid scheiße. Neuer Groll verfügbar und Einstellung verschlechtert. Das ist nicht gut. What are you? Powerless. Was? Prowlers. Prowlers travel undercover to avoid notice across enemy lines, where there are plenty of opportunities to catch units off their guard with an ambush. Oha. Süß. 2400 kostet der Outpost. Oh, ich habe nichts mehr zu erforschen. Jetzt glaube ich es aber. Ja, ich habe auch nichts mehr zu erforschen. Muss aber noch eins bauen für einen Aerostar. Ja, hier. Give the ability to merge several cities. Ich weiß nicht, warum ich das machen sollte. Ich meine, das kostet. Bei mir kostet das gerade 30k. Oder 12 ist das billigste gerade. Aber ich verstehe noch nicht ganz, warum ich das machen sollte. Wo verschwende ich eigentlich gerade meine. Shit hin. So, Aerostar. Perfekt. In wem investiere ich hier? In gar keinen eigentlich mehr, weil die alle ausgestorben sind. So. Ich glaube, ich weiß, in welche Kultur ich will. Zack. Geld, Geld, Geld. Eigentlich müsste ich mit einer Großoffensive. Venezianer. Plus ein Geld pro Anzahl an Handelsrouten, plus 2. Das wäre eigentlich ganz gut. Let's go! Let's go! Aber ich will ein Holländer sein. Oh Gott, sieht die Kleidung von den Holländern scheiße aus. Oh Gott. Warum kann ich dich jetzt nochmal bewegen? Hat die Fresse. Gut, dass wir das geklärt haben. Ende der Treaty. Ihr seid tot, ihr könnt kein Treaty ändern. Wenn sie braun? Ja. Ich weiß nicht, was die machen. Ich verstehe es nicht. Wie lange braucht ihr denn? Ihr braucht ja Ewigkeit. So. Jawohl. Holländer. In 2 Zügen werden. Wait a minute. Ich bin Holländer und Holländer haben, laut dem Text, der gerade gekommen ist,
Stift, Papier und Boote. Alles, was wir denn da haben. Gott, bin ich dumm. Wie bin ich denn auf die Idee gekommen? Ich marschiere zu den falschen Wikingern. Jetzt die Frage, die in der Mitte rausnehmen oder die, wo direkt im Feindesgebiet liegen, rausnehmen? Die, wo auch vom Feind garantiert, also nicht garantiert, aber fett unterstützt werden. Das ist eine gute Frage. Nee, wir nehmen die hier oben raus. Spare ich mir die Arbeit, eine weitere Stadt selber zu gründen. Komm ich so... Action will forfeit all prisoners from this hostile actions against independent people forfeit all patronage and cancel treaties. Yes. Gegen wen habe ich denn gerade einen Groll? Ach, ich hatte mit denen mal was. Interesting. Mein Groll gegen dich wird niemals enden, weil immer wieder ein neuer dazu kommt. Oh, es ist so krass. Es kommt immer wieder ein neuer dazu. Jedes Mal, wenn einer ausläuft. Ich hoffe, deine Truppen stehen auf diesen Inseln da oben nicht, um die hier zu einem Außenposten zu machen. Nein, was will ich da? Da ist nichts. Hier ist legit nicht mal keine Ressource ist hier. Nicht mal eine versteckte. Ich dachte mir so, yeah, das ist ein sneaky Move, aber hier ist nichts. Land! Land! Ja, das Land hat. Ich weiß nicht, der beste Außenposten, den du hier gründen kannst, hat wahrscheinlich 5 Industrie und 4 Nahrung. Du kannst ihn nicht mal zu einer Stadt attachen gerade. Dafür müsstest du den Außenposten Marfak. Was? Ja, du müsstest Marfak erstmal zu einer Stadt attachen, dann kannst du erst die Inseln attachen. Ja, das ist ja noch das andere Ding, dass ich keine Außenposten attachen darf. Und ich weiß nicht warum. This action is prohibited. Da dieses eine Feld, was noch frei ist auf eurem Kontinent, hat schon wieder grüne gepinkt, so. Hey Junge, da bin ich interessiert dran. Am nächsten Zug gehört es mir. Ja, das ist gar nicht schlecht. Die Grünen kommen, glaube ich, auch schon rüber. Die denken sich jetzt noch so, yo, das ist noch eine gute Idee. Ja. Aber ist es nicht. Darf ich mal ganz kurz hier schauen? Ich kann jetzt fertig kaufen. Wo seid ihr? Da seid ihr. Und wo sind denn eigentlich meine anderen Kollegen? Oh, ihr seid das. Das gefällt mir nicht. Und ihr seid da drüben. Ich kann euch... Oh, das ist gar nicht schlecht. Okay. Er ist weg endlich. Ja. Aber ich weiß nicht, warum er plötzlich weg ist. Er kann Kriegsentschädigung fordern. Von wem? Von dir? Warum denn? Nee, von dir kann ich nur immer noch meinen Glauben fordern. Von Grün? Von Grün kann ich nichts machen. Wir können mal gemeinsam Logistik machen. Nein! Traitor! Was? Was, Traitor? Ich hab grad bekommen, dass du jetzt Traitor bist bei mir. Hä? Warum? Ich hab nichts gemacht! Ich hab grad aus Versehen die Allianz mit den Grünen aufgelöst und hab die gleich wieder neu gegründet. Ich hab nichts gemacht. Warum kann ich da jetzt nicht angreifen? Assaulting these cities impossible. Because your army has no units able to either breach or surmount fortifications. Das ist interessant. Oh, Kyoshi ist gerade. Ist gerade nicht. Macht gerade gar nichts. Mach mal einen Feiertag, Kyoshi. Warum nicht? Wo läuft? Mal mit dich und wir könnten ein Lagerhaus können wir machen. Das ist scheiße. Ach fuck, da ist auch was gebaut. Da machen wir dich hin. Ich habe keine Truppen mehr an der Front, ne? Warum nicht?
Ja, die Zeiten sind vorbei. Hast du eingesehen, dass Krieg nicht der richtige Weg ist? Nee, ich wurde ausgelöscht. Oh, das ist schön. So, dann muss ich hier mal wieder ein bisschen Ding bauen. Was mich mehr interessiert ist, warum ich die nicht angreifen kann. Das verstehe ich auch nicht. So, mal euch kann ich jetzt auch upgraden. Ihr trefft euch mal alle dann hier. Jo, fertig. Ihr geht zusammen. Fertig. Dann Verderbnis auf den Weiden. Oh nein. Schreckliches Unheil vernichtet das Vieh von Skellington Town. Die Mäuler der Tiere schäumen. Sie greifen einander an, brechen zusammen und verenden wenig später. Was für eine Krankheit das auch immer sein mag, sie verbreitet sich wie Steppenbrand. Diese Seuche wird irgendwann unweigerlich andere Siedlungen erreichen und Nahrungsvorräte im ganzen Land gefährden. Schlimmer noch, es gibt vereinzelte Berichte darüber, dass auch Menschen diese schreckliche neue Krankheit zum Opfer fallen. Dann machen wir erstmal ein bisschen Sperrgebiet auf Skellington Town. Wie eliminieren wir diese Scheißkrankheit? Nicht, nicht unter meiner Aufsicht. Ich könnte, glaube ich, wieder einen Outpost gründen. Dann wandert man nach hier drüben und schaut, ob da irgendwas geht. So, nächste Runde sind die endlich zusammen. Und dann geht's wieder ab. Ich bin mit allen eine Allianz. Das ist interessant. Heißt, mir kann nichts passieren. Sind die anderen fünf? Jo! Komm, geht da hin, mach da einen Outpost. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt jemals da unten genug Influence haben konnte, um das eine Gebiet zu claimen. So. Ich war auf einmal da. So, warum habe ich jetzt Bevölkerungsabnahme? Was für eine Stadt verhungert hier gerade? Keine. Gott, Kyoshi macht einfach 102 Nahrung pro Turn. Was ist passiert? Oh. Ja, 102 ist ein bisschen matt. It was not love or hate at first sight. Let's see how second sight goes. Ah, okay. Man Handel kann man muss man einmal erwerben und dann hat man den immer. Das ist interessant. Das hatte ich jetzt so nicht gar nicht auf dem Schirm. Sumatra entdeckt? Wo wurden jetzt... Ah, ich habe einen Wald entdeckt. Okay. Ich dachte mir, etwas Cooles entdeckt. Aber das ist der erste Wald, den ich entdecke. Der nice. Lass mich nach da gehen. Da fühle ich mich sicherer dann. Und dann müsst ihr nur noch kurz warten, meine Freunde. Nur noch kurz warten. Warum ist diese eine Landzunge bei dir oben? Warum ist die unter dem Influence von dem Roten? Was ist da passiert? Ich weiß nicht.
something clever today. Ruth scheint langsam aber sicher mich nicht mehr zu mögen. Ich frage mich, warum ich keine Außenposten mehr hinzufügen kann zu meinen. Vielleicht hast du ein Maximum erreicht. Ich glaube nicht, dass es ein Maximum gibt. Willst du mich verarschen? Okay, Jungs. Dann, müssen wir den ganzen Scheiß wohl wieder abbrechen. Weil ich ja keine Truppen habe, die eine Befestigungsanlage einreißen können. Boah. Was brauche ich jetzt für Truppen, die Befestigungsanlage... Das ist einfach... Brauche ich einfach einen Nahkämpfer? Komm, ich mache einfach mal hier ein... Nahkämpfer kostet mich plus 2k. Habe ich ja auf der Tasche liegen. Ja, und dann starten wir das Ganze nochmal neu. Versuch 2. In 80 Turns. Greetings. To what do I owe this pleasure? It's okay. Hast du immer noch Krieg mit den Einwohnern? Ich wähle gerade eine neue Ära. Ah. Was macht ihr? Und ich kann noch an NBSI. Sehr schön. Ihr wartet hier noch. Einen Turn müssen die noch warten. Die Dampfbringerin. Oh. Eine findige Ingenieurin, die wegen ihres Glaubens aus ihrem Land vertrieben wurde. Ich frage mich, welches Land hier Glauben unterdrückt. Ich weiß nicht, komische Leute. Ihre Pionierarbeit im Maschinenbau könnte wichtig sein. Doch sie gehört nicht. Also sie gehört nicht gar nicht meiner Religion an. Ja, einbürgern. So. Ja, jetzt kann ich wieder. Die kann ja immer noch konvertieren. Ich glaube, du hast einfach das Maximum erreicht. So, wie lang brauchst du noch nach unten? Noch ewig, Junge.
Ja, da habe ich wenigstens wieder Truppen an der Grenze. Das ist die Hauptsache. Ich habe Schmiedestahl erforscht. Bevölkerungsrückgang, was? Bevölkerungszuwachs, ja, ja. Alles gut. Komm, geht dem Kollegen da mal ein Stückchen entgegen. Okay, keine Ahnung, warum die eine Truppe hier unten chillt. Lass sie halt. Die will da halt wohnen. Da kannst du nichts machen. You are leaving the greatest mark of any empire upon the history of the world and the face of the planet. Ja. Ist Rudas eigentlich auch schon in der vierten Epoche? Early Modern Era und Rot. Ja, frühe Neuzeit. Rot ist genau hinter uns. So. Nicht gut. Alter New Munich. Holy shit. Die Stability ist über 100 gefühlt. Kann die überhaupt über 100 sein? Hat jetzt 4 Territories. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Du hast jetzt erst 4 Territories auf deiner Hauptstadt? Crash ich hatte ja diese, weil ich konnte erst jetzt seit der neuen Ära mehr hinzufügen. Warum haben die denn alle so einen Boost in Essen und so? Holy shit! Ja. Essen ist einfach nichts mehr wert. So, ihr marschiert jetzt bis hier unten, ne? Oh, fein. Ich kann die nicht attachen. Warum kann ich die nicht attachen? 20 Truppen an der Front und 5 Truppen so. Als... Das muss jetzt die Folge hier noch passieren, also... Mama hinne, Junge. Mama hinne! So. Neuer Groll verfügbar gegen... Ah, gegen meinen Nachbarn. Ja, das ist mir egal, was du machst. Verzichten. Ich hoffe, dass die gegen dich jetzt nicht alle... Ich habe nur noch einen, der läuft aus nächste Runde. Oh. Jetzt... Wenn jetzt. So. Es ist passiert. Ich hätte mir einen Namen überlegen sollen. Für? Eine neue Stadt. Ah. Aber ich habe mir keinen überlegt. Deswegen nenne ich die... Hurensohn. Hurensohn. Da ich Holland bin, nenne ich die einfach Den Haag. Das nehmen wir jetzt mal, ganz, ja. Da haben wir unseren ersten Epochenstern schon. Da müssen wir das hier direkt bauen, weil ansonsten die Stability in den Boden sinkt. Und dich nicht. Oh, aber ich kann in dem See, kann ich Häfen bauen. Das ist doch eine Idee. Ja, okay. Haben hier noch das Erbe einer Kultur? Ja, naja. Jetzt chillt hier. Und dann war es das schon wieder mit der Folge. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Morgen 14 Uhr geht es dann weiter und tschüss. Tschüss.